Da sind wir wieder und es geht weiter mit einer der erstaunlichsten Frauen, über die wir hier je berichtet haben. Kacey Bertram hat mehr Muckis in den Händen als so mancher Mann im Bizeps. Was sie kann, macht einem fast schon Angst. Ihr Mann hat sie kennengelernt, als sie noch eine ganz normal gebaute Frau war. Heute hat sie Superkräfte und wenn sie eine Bratpfanne in die Finger kriegt, sucht nicht nur ihr Ehemann das Weite. Daniela Hoffmann und Mandy Brandt über eine sagenhaft starke Frau. Sie bringt Wärmflaschen zum Platzen. Sie zerdrückt volle Getränkedosen wie lächerliche Pappschachteln. Und in der Küche legt sie sich mit ihren Bratpfannen an. Kacey Bertram ist eigentlich eine ganz normale Amerikanerin. Sie hat ein Häuschen mit Vorgarten, sie ist gläubige Christin und brät ihrem Mann jeden Morgen 3 Spiegeleier. Einziger Unterschied, ihre Pfanne wird nach Gebrauch, sagen wir mal, etwas unüblicher behandelt. Jede Bratpfanne ist anders. Manche rollen anders als andere. Es ist auch etwas schwieriger, wenn ich müde bin. Gewöhnlich dauert es im Schnitt so um die 30 Sekunden. Seit 11 Jahren ist die Ex-Soldatin mit ihrem Jason verheiratet. Als sie sich kennenlernten, hatte Kacey noch eine ganz normale Figur, bis sie ihre Liebe zum Bodybuilding entdeckte, die inzwischen das klassische Rollenbild in erhebliche Schieflage gebracht hat. Oh, ihre Stärke hat viele Vorteile. Zum Beispiel trägt sie beim Umziehen die Möbel, egal wie schwer. Ich kann immer sagen, das schaffe ich nicht, nimm du den Kühlschrank hier. Kacey arbeitet als Motivationstrainerin. Sie will jungen Leuten das Evangelium näher bringen. Und dafür braucht sie nicht nur die Kraft Gottes, sondern auch die ihrer Muckis, sagt sie. Ich benutze das Zerstören der Pfannen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Wenn man einmal ihre Aufmerksamkeit hat, dann hören sie auch, was du ihnen sagen willst. Mit ihrer Muskelprotztruppe, die vorwiegend aus Männern besteht, zieht Kacey durch die Kirchen ihrer Umgebung. Hier will sie Menschen zu Gott bekehren, auf doch etwas unkonventionelle Art. Das ist kein Kuschelkissen, das ist eine Wärmflasche. Und was Kacey Bertram gleich machen wird, als einzige Frau auf der Welt, sie wird diese Wärmflasche aufblasen, bis sie platzt. Dafür benötigt es einen Druck von rund 11 Bar. Das ist wirklich extrem gefährlich, weil sich so viel Druck in der Flasche aufbaut. Und wenn die reingeblasene Luft wieder zurück in meine Lunge geht, dann kann die Lunge explodieren. Die Muskelmissionarin und ihre sehr spezielle Art, Ungläubige zu Gott zu bringen. Interessanterweise sind die Kirchen durch die Predigerin mit den verbogenen Bratpfannen wieder voller geworden. Und Kacey hat sich längst nach neuem, gut zerstörbarem Material umgesehen. Ich habe 3 Monate trainiert, bis ich Telefonbücher zerreißen konnte. Viele Hotels hassen mich vermutlich, weil ich immer in die Zimmer gegangen bin, dort die gelben Seiten gemopst und sie dann zerrissen habe. Übrigens, auch im Fitnessstudio lernen die Menschen von Kacey, auch wenn ihr ultimatives Fitnessgerät nur ein einziges Mal zu verwenden ist. Ich pack's nicht, die ist für immer verbogen. Gerade Männer wollen ihr nicht nachstehen, doch an der Nummer mit der Pfanne scheitern die meisten. Ich kann's nicht, ich krieg die einfach nicht zusammengerollt. Eisenstangen, Telefonbücher, Ziegelsteine, Wärmflaschen und eben Bratpfannen. Alles verbogen und zerlegt im guten Glauben. Nur Kacys Ehemann hat da manchmal noch ein paar weltliche Ansichten. Ich mache mir schon Sorgen um die Gesundheit meiner Frau. Manchmal verletzt sie sich bei der Show. Wenn sie den Baseballschläger zerbricht, reißt sie ihre Arme auf. Oder beim Explodieren der Wärmflasche schlägt er alles ins Gesicht. Das macht mir Angst. Wenn es nach ihm ginge, könnte sich Kacey auch ohne die ganze Kraftmeierei für gemeinnützige Zwecke einsetzen. Und manchmal wünscht sich Jason heimlich, sie würde nach dem Eierbraten einfach nur spülen.